Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge Minecraft live in der Woods. Ja, es ist lange Zeit her, seit ich letztens aufgenommen habe. Nur leider ist es auch einige Zeit her, seit ich gespielt habe. Ich spiele jetzt echt sehr viel Minecraft. Ihr seht schon, das ist so eine Dungeon, da ist nicht viel passiert. Allerdings habe ich mir sehr viel Zeit gelassen, zuerst nebenbei meine Seeds hoch zu pushen und andererseits auch ein paar Mods zu integrieren. Ja, Buildcraft ist drin, wir haben jetzt Pipes. Ich hätte das Ganze auch solche Sachen machen können, rein theoretisch, aber irgendwie war das zu einfach. Ich wollte was Optisches, Cooles bauen, darum habe ich jetzt mit Buildcraft hier die Pipes integriert. Oh, okay. Und ich wollte euch zeigen, was ich die ganze Zeit gemacht habe. Es ist eines passiert. Wie gesagt, hier habe ich ein bisschen Rohstoff gefahren. Ich bin zurzeit noch mit Gold zu farmen, weil ich möchte mir eigentlich ein Gold-Seed machen. Diamant habe ich schon genug. Ihr seht schon, ich habe hier bereits meine Spitzhacke. Das waren die Diamant-Spitzhacke, die ich zum Match und Crops noch hochgeupgradet habe bis zur maximalen Stufe. Die hat jetzt, ist unzerstörbar. Das ist die Sichel, genau. Warte mal. Das war für, wenn ich Essenz für Mikrosaur finden würde, okay. Bis 16 Essenz zusätzlich kriegen. 80 ist auch unzerstörbar. Und hier ist die Sense. Damit kann ich 8 extra Essenzen aus der Minikus kriegen. Daher geht es ziemlich schnell jetzt auch. Ja, und ich würde mal sagen, ich tue hier mal ein bisschen was wegwerfen. Brauche ich es nicht mehr. Das wandert dann automatisch hoch in mein Lager. Habe hier natürlich noch einiges nicht gemacht. Jo, da habe ich noch nicht wirklich auskundschaftet. So, hier sieht alles noch aus wie früher. Ich habe eine Zwischentour gemacht, eigentlich, damit ich hier was einbauen könnte, auch hochgepusht wird. Das geht dann hier oben dann in mein Lager rein. Und hier habe ich den Durchgang zugemacht. Ihr wisst ja, hier war doch der Durchgang. Ihr seht schon, meine Seedhalle ist fertig geworden, hier unten immer noch nicht, da ist es zurzeit ziemlich dunkel auch noch, da muss ich ein bisschen mehr ausleuchten. Ich habe so ein bisschen Monster unten, aber wird sich dann schon noch zeigen. Ja, ich habe jetzt meine Seedhalle fertig gebaut, also in blauem Glas überkuppelt. Jetzt habe ich dann Obsidian Seed hier hoch zu kriegen. Leider will hier einfach kein Seed drop, um das höher auszubauen. Ich möchte eigentlich ein Nether Portal bauen da oben. Damit ich dann, also oben hier die Treppe, die ich ein bisschen gesetzt habe, oben natürlich dann, um danach dann Quarz zu bekommen. Ja, aber das kommt alles noch. Ich habe noch nicht viel getan eigentlich. Außer einfach mal ein bisschen nachgebaut. Hier fehlt noch, ja, die Außenstruktur. Ich habe die Treppe dann doch abgebaut, die einfach da oben war. Habe sie ein bisschen versetzt. Die steht natürlich, wie gesagt, genau da, wo vorhin die Mine. Bieneneingang war. Dafür passt es jetzt auch hier überein. Das Dach habe ich auch schon länger weggenommen. Hier ist noch die Truhe, die muss ich dann noch aussortieren. Ein paar Sachen, die ich noch nicht im Lager sortiert habe. Da hier geht es noch hoch, wo ich ja meine Hütte bauen möchte. Oder keine Ahnung, was genau es werden wird. Hier sehe ich, wie groß meine Plantage geworden ist. Und ich habe sehr viel Platz, wo ich noch weiter diese anpflanzen kann. Die Minikus kann ich jetzt zeigen, vielleicht wo die dann sind. Und hier will ich, wie gesagt, das Nether-Portal bauen dann. Gerade habe ich Peaceful eingestellt, halt auch, um hier auch bauen zu können. Weil es ist schon, es ist ziemlich dunkel hier unten noch zur Zeit. Aber hier habe ich meine Minikus-Plantage. Wo ich dann hier das Zeugs dann gekraft habe. Der Turm, den habe ich hier abgebaut, habt ihr gesehen, das war oben in der Turm früher. Den habe ich abgebaut, aber mit diesem, also teilweise, hier ist noch ein kleines Stück davon, der nicht gepasst hat. Gut, dann zeige ich mal das Lager jetzt. Hier war eine Truhe, die ich mal hingebaut habe, um zwischen zu lagern, weil ich hier immer versucht habe mit automatisch abpumpen, aber war dann zu nicht mehr gut, also zu viele Leitungen da waren.
Jetzt sammle ich hier die Sachen auch ein, zum Beispiel hier durch. Hier sind einfach am meisten, weil ich halt immer viel Holz brauche. Und mit 3 Naturessenzen plus einer Wasseressenz von gegenüber kann ich halt Holz herstellen. Ich habe auch extra ein bisschen Lava geholt, da mir damals eine einzige Lava-Essenz gebaut, oder Feuer-Essenz. Und jetzt kann ich mit 4 Feuer-Essenz plus einem Kessel, kann ich jetzt einen Lava-Kessel bauen. So kann ich das wäre eine Möglichkeit, kann ich Lava bekommen. Aber ich kann natürlich mit Feuer-Essenzen und kombiniert mit Erd-Essenzen kann ich Sand herstellen. Ich natürlich dann wieder brauche, um Ofen zu teilen, um Glas herzustellen. Hier habe ich Kohlenessenzen, die ich natürlich brauche, um die Öfen zu betreiben. Das ist schon alles wirklich durchdacht. So, werfe ich alles rein. Da wird das hier rausgepumpt. Oben durch und geht dann immer Lager rein. Das kommt dann hier rein. Hier kommt alles von unten rein, habe ich eine Zwischenbox, wo ich reinwerfen kann. Dann wird hier durchsortiert. Ich habe die Diamantpipes gebaut, weil ich ja schon Diamant-Seeds habe, habe ich genug Diamanten. Hier kommen die Essenzen auch rein, die ich gerade so sammle oder gerade so im Metall habe. Und hier werden die ganzen Magical Crops-Essenzen hier gesammelt. Genau, und gleichzeitig wird hier oben noch auf die andere Seite auch sortiert. Da habe ich auch Gesteinssachen hingestellt, die ich halt da unten in die Mine farme. Und die Typen waren in der Kiste, da kommt alles das rein, was nicht vorher schon absortiert wird. Habe ich alles eingestellt, dass wirklich die entsprechenden Sensen, welche runterkommen, werden entsprechend dann in die Kisten absortiert, wie sie auch sollten. Habe ein bisschen ausgebaut schon. Oben auch schon ein bisschen. Ja. Wird schon noch gut werden, würde ich behaupten. Jetzt haben wir schon wieder Nacht. Können kurz schlafen gehen, es wird Tag. So. Okay. Bing, Tag. Sehr schön. Die Sonne scheint, die Sonne brennt, für zu hält. Da wird der Tag so. Ja, ich bin überlegt, ob ich mein Haus da oben bauen werde. Ob ich in diesem Holz die lasse, aber ich denke, ich werde einen Stein übergehen. Ich habe diesen Riesenbau hier, habe ich in der Zwischenzeit nebenbei ein bisschen gebaut, ein bisschen ja, vor und her. Ich habe halt wirklich viel vor am Anfang am Stück aufgenommen, daher bin ich bis vor 8, weil ich nur jede Woche zurzeit 1 bringen kann. Letzten Tag kamen wieder 2 wahrscheinlich, weil der Witcher wieder ein bisschen pausiert ist. Kam mir teilweise nicht mal so schlecht an, ob es Zufall ist, keine Ahnung. Ihr könnt es mir in den Kommentaren schreiben, wenn ihr vermisst und gerne mal eine Folge sehen möchtet. Da kann ich gerne das letzte Mal ein bisschen rauskramen, vorher ist es ein bisschen pausiert. Jo. Und jetzt bin ich eigentlich. Könnten wir mal schauen, was hier unten noch abgeht. Dass sie das ein bisschen vergrößern. Eigentlich müsste ich meine Schaufel auch mal verbessern. Genau, wir machen jetzt mal eine ultimative Schaufel, die nicht zerstört werden kann. Muss ich mal 9 Diamantseeds haben. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So. Sogar 3, oh mein Gott. 33% Quote für den Samen. Normalerweise kommt da nicht mehr was raus. Anständiges. Okay, also Diamant. Ein Diamantschüssel, da klar. So, okay. Jetzt gehen wir runter. Jetzt haben wir mal hier die Zirkus-Sensen. Wir werden einige brauchen, aber das war schon zu viel. Okay, jetzt ist gerade voll. Den Stern baue ich jetzt. Wo habe ich denn Flint her? Kannst du jetzt wirklich den Flint her? Das ist der Mars Infusion Stone. Der hat einen Vorteil jetzt. Der kann alle Magic Crops verbessern. Alle Essenzen und der verliert keine Haltbarkeit. Der ist unzerstörbar. Das ist auch ein Upgrade von anderen
hat echt auch seine Vorteile. Man kann halt wirklich dann viel mehr mit anfangen. Oh, ja, der wurde nicht übergriffen eigentlich. Und man braucht da weniger Platz. Vorher musste ich ja jetzt mal einen Stein wechseln. Mit dem kann man wirklich alles machen. Also, wir können auch, ich habe immer noch keine Lüste gebaut bis jetzt. Wenn ich in Nether gehe, werde ich das eh dann machen müssen. Ich bin ein paar Mal gestorben in Zombies oder so, aber naja, gut, kann passieren. Ja, ich werde dann auch Magic Crop-Rüstung machen. Die hat auch Möglichkeit dann zu fliegen. Was dann das Bauen auch ein bisschen vereinfachen tut, vor allem wenn man ein bisschen höhere Bauten machen möchte. So, okay, also jetzt bin ich schon. Jetzt kann ich schon mal die erste Upgrade machen, indem ich in die Schaufel hier. Und zuerst die Essenzen. Da haben die jetzt. Zurzeit. Okay, wir können schon hier. Die hat schon 1900 Haltbarkeit. So. Jetzt tun wir den das Upgrade nochmal rein. So, zack. Zack, so. Okay, 1900. Nächste Upgrade. 2400. Seht schon, die Schaufel wird immer besser. So, 5. Aber ihr seht schon, es wird nicht reichen. Vielleicht nochmal ein Upgrade. 4000, so. Also 4000 Haltbarkeit. Jetzt brauche ich nochmal ein Upgrade dafür. Was wir nicht haben. Okay, jetzt machen wir kurz mal zuerst das hier: das Essen. So. Dann sammeln wir noch die Essenzen hier drüben. Hier mit unserer Hohe, dann kriegen wir gesagt 8 raus, anstatt nur eine. Schon ein gewaltiger Vorteil, weil wir halt wirklich viel schneller an die Essenzen kommen. So. Ich hoffe, dass es angezogen wird. Ich habe Magneten eingeschaltet. Sollen die Sachen auch eher bekommen. So. Okay. Die blauen hatten wir bereits. Und jetzt kriegen wir genau eine raus. Ja, wir brauchen 4 von den Dinger. Sie sind halt schon extrem teuer. Jetzt können wir höchstens noch überlegen, was wir den Stein mit. Im Lagum hatten wir noch welche. Ob das reicht, kann ich zumindest nicht sagen, aber wir werden es gleich sehen. So, wir haben vom Blauen haben wir noch eins 4 zum Dehnen, oder? Ja. Da haben wir natürlich keinen Platz. Warte, wir können die natürlich. Moment mal. So. Hier rein. Zack, 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 zack. So, blau. Gut, da haben wir jetzt 2. Ich brauche schon Unmengen von Dingen, das sieht man jetzt schon wieder. Oh Mann. Ich hätte so ein das gibt doch hier einen grünen Zweig so. Gelb. Blau 3. Hier noch mehr blaue. Einen. Das heißt, wir kriegen machen. Oh je, das wird nie reichen, ey. 3. Ja, wir haben nichts mehr. Das ist schon krass, wie viel Material das braucht. Ja, also die Schafe kriegen wir noch nicht hin. Wir brauchen echt viel mehr Minikonsistenzen und wir haben alles hier jetzt leer geräumt. Also das ganze Lager, das wir haben, reicht nicht aus, um ein Item voll zu pushen, damit das eigentlich unverwundbar wird, also sozusagen. Ja, schade. Wollte ich euch kurz zeigen, aber hat nicht in Garum falsch. Okay, die Samen nehme ich mal hoch. Ja, da muss ich wirklich fleißig hier sammeln und dann wieder hochschicken.
auch hier geht's alles über die Pipe dann hoch. Ich sehe jetzt schon, geht raus hier. Autsch. Hoch in den oberen Stock, wo ich dann wieder weiter angepflanzt habe. Ja, das hier war ja oben mal ein Beet. Zwischenzeit sind die nicht mehr so angeordnet, die Beete. Jetzt ist die Frage, wie es dann später wirklich aussieht. Ihr seht schon, es ist breiter geworden. Ja, da bin ich noch ein bisschen überlegen, ob ich das so weiterführe oder nicht. Da werde ich noch überlegen, ob ich das so weitermache oder anders. Ja, jetzt habe ich die Schlaumeier, aber jetzt alle Samen hochgeschickt und habe jetzt keine mehr, um hier anzupflanzen. Wo machen wir hier mal zuerst alles frei? Schaufel. Dann wollte ich halt die Schaufel verbessern, weil hier fehlen mir auch wieder extrem viel Werkzeug. Ja, und schon ist weg. Okay. Wieder dazu. Aber den kann ich oben einsortieren, den ebenfalls. Die Erde. Oh, nein. Oh. Das ist dumm gelaufen. Okay, der wird jetzt oben. Der müsste jetzt rein theoretisch. Müsste jetzt oben in unserer Kiste landen im Endeffekt dann. Vielleicht kann ich den noch hier rausholen, du. Nee, das bringt da nichts. Na gut. Der müsste jetzt eigentlich, wenn alles klappt, dann hier drüben landen in unserer Kiste am Ende. Nur das geht eine ziemlich lange Weile, bis der wirklich alles durchsortiert hat. Aber wir kriegen die Ware so wieder raus. Also alles, was wir versehentlich reinwerfen, kommt früher später wieder vom Vorschein. Ja, okay, aber das macht eine andere Folge. Na gut, ich sage schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da und ja, bis zum nächsten Mal und dann sehen wir, wie weit ich bis dahin bin. Ich denke, ich deshalb ein bisschen farmen. Wie gesagt, dass hier diesen ganzen Match Crops bringt hat auch ich den Dienen oder soll mir auch dienen, dass ich weniger farmen muss, dafür mehr bauen kann. Und ja, zurzeit mache ich es ein bisschen offscreen, weil ich ja nicht so viele Folgen aufnehmen möchte. Weil sonst ein bisschen zu viele Folgen werden, weil ich so Spaß zur Zeit an dem Modpack hier habe. Hoffe, euch geht's auch so. Hier kommt immer noch Zeugs durch, ey. Ach du heilige Scheiße, sehr gut. Was soll ich jetzt doch jetzt gehen, den Schlüssel rauszupicken? Müsste jetzt eigentlich kommen dann, ne? Ist es schon durch? Sehe nicht. Ist der Schlüssel schon durch oder kommt er erst? Der müsste schon durch sein, ne? Kommt der bereits hier schon durch? Boah, hier ist noch nichts mal was angekommen von dieser langen Reihe. Das kommt erst jetzt dann. Sieht schon, da ist eine Nacht, dementsprechend verändert sich das Licht. Aber wisst ihr was? Wenn ihr sehen möchtet, wie es weitergeht, beziehungsweise ich werde euch dann in der nächsten Folge auflösen, ob es denn angekommen ist oder nicht. Aber ihr habt schon gesehen, wie das System hier läuft. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.